Herzlich willkommen zu Giga Foto App der Woche. Heute mit Facetune. Ja, warum ist gerade Facetune die App der Woche bei uns? Und zwar ganz einfach, weil du damit richtig gut deine Porträt- bzw. Gruppenbilder bearbeiten kannst. Das ist quasi ein Fotobearbeitungsprogramm, was ich nicht unbedingt vor Lightroom oder aber auch Photoshop verstecken muss. Das Ganze gibt es bei iTunes für 2,69 fürs iPhone und für 3 Euro und ein paar zerquetschte fürs iPad. Richtig? Richtig. Du sagst es. Dann wollen wir das Ganze mal starten. Die App beginnt natürlich gleich mit einem schönen Interface und du hättest die Möglichkeit mit einem Demo-Bildchen zu beginnen, das wollen wir aber nicht, deshalb klicken wir oben links und es öffnet sich ein kleines Menü und da klicken wir mal auf Foto öffnen. Der Flavio hat sich gedacht, wir nehmen diesmal kein Demo-Bildchen, sondern ein Bildchen von meiner Wenigkeit, dem Tobi, und öffnen das Ganze mal. So, dann geh mal her. Da ich das Bild auch gemacht habe, werde ich jetzt auch mal ein bisschen hier mit rumspielen. Ihr seht, man sieht Tobi wunderbar, großes Gesicht mittendrin und hier unten im unteren Bildschirmbereich so ein paar Bearbeitungsfunktionen. Da könnt ihr das Bild zum Beispiel zuschneiden oder glätten und ein paar Details verändern. Und wir versuchen mal mit der Zahnbürste, das ist halt der Zahnbürste. Klasse, dass man mit der Zahnbürste aufhält. Gut, versuchen wir es mal, ein bisschen hier rumzuwischen. Passiert da irgendwas? Wie du siehst, passiert nichts. Aber du kannst mal gucken, ob da jetzt überhaupt was passiert ist hier unten rechts. Ach so, doch, tatsächlich. Hier doch, unten rechts hast du nämlich die Möglichkeit zu sehen, wie das Bild vorher ausgesehen hat. Unmerklich. Also so ein bisschen, man muss halt schon ein bisschen wischen. Ja, man muss schon ein bisschen wischen. Ist eine kleine Fummelarbeit quasi. Bis man sich eingespielt hat, dauert das auch ein Momentchen. Ja, na, siehst du, aber jetzt ist doch wunderbar. Man kann das dann auch wieder wegmachen, wenn man will. Und ein bisschen im Bild umherwischen, anstatt dass man dann immer alles aufhält. Gut, das lassen wir jetzt schon mal als Bearbeitung. Wunderbar, können wir akzeptieren. Hier unten kann man sich dann immer noch, ja, die ganzen Tipps sind ja wirklich nett. Kann man sich das Original dann nochmal anzeigen lassen, genau. Da sieht man schön den Unterschied. Glätten, oh ja, glätten müssen wir auch, vor allem hier oben im Stirnbereich mal sagen, nicht? Das ja, ich hab, bin schon ein bisschen fortgeschrittener mit den Falten, ne? Aber das hast du mit, oder? Ja, ja, so ist das. Naja, auch hier wollen wir streichen und zoomen können wir. Können wir auch? Na, komm schon. Nee, nein, jetzt machst du das Tutorial. So, das Tutorial brauchen wir nicht. Wir sind doch das Tutorial. So, jetzt wischen wir also hier mal so ein bisschen rüber und glätten mal so ein ganz bisschen die doch recht grobe Hautpartie im Ohr- und Stirnbereich. So. Ein bisschen gefällt mir. Willst du sonst noch 5 Stunden an meinen Falten rumarbeiten? Oder? Da sind auch, guck mal, die da ist auch besonders. Eieiei, so. Die an der Seite, verdammt. Wie alt bist du? Alt. Über das Alter wollen wir jetzt nicht sprechen. Hier noch so ein bisschen auch. Großen Poren bearbeiten mit dem Glätten. Du legst aber auch eine fette Geschichte darüber, ey. Ja, das soll weißt, ja auch. Bin doch nachher gar nicht mehr ich. Guckst du an? Vorher, nachher. Ist das nicht ein bisschen netter irgendwie? Ich finde das schön. Er ist schon ganz schön geglättet auf jeden Fall, ja. Was haben wir noch? Wir können das umformen. Das ist natürlich auch ganz schick. Also das ist jetzt natürlich für die Porträtnachbearbeitung in eher seltenen Fällen tatsächlich so. Dass man das mal muss, aber man kann es ja. Und das sieht dann vielleicht auch sehr lustig aus. Man ist ein bisschen so. Normalerweise sollte man es nur anwenden, wenn man das Lächeln noch ein bisschen an es haben will. Aber so, was machst du mit mir? Ich finde das so. Ich finde das sehr angenehm. So, das ist doch wunderbar. Das ist nicht schick. Oh mein Gott. Ja, das nehmen wir mit, klar, auf jeden Fall. Also ihr seht, ihr habt hier unten eine ganze Menge Möglichkeiten und die lassen sich dann auch nochmal jeweils einzeln ein bisschen verändern. Also wenn ihr das glätten wollt und aber nur einen kleinen Bereich glätten wollt, dann stellt ihr hier die Pinselgröße um. Und solcher Art Einstellungen gibt es mit jeder dieser verschiedenen Tools hier unten. Da gibt es dann immer noch ein kleines Tutorial dazu vorher. Und also wie gesagt, es ist wirklich recht umfangreich, ne? Muss man schon sagen. Also es ist nicht ganz billig, die App. Nee, du hast recht, ja. Also kein 89 Cent Schnäppchen sozusagen, aber ich finde es echt, dafür kriegt man auch eine Menge geboten. Ganz cool. Das sind immerhin 10 Werkzeuge, ja. Die hier zur Verfügung stehen. Das hast du jetzt aber fix gezählt in der Zeit. Ja, habe ich gemacht, ne? Ich habe da so ein bisschen auf den Finger geschaut so und habe so gedacht, deshalb ja, hast du auch kurz so mit den Fingern. Stimmt. Ich kann leider nur mit Fingern zählen. Ein paar voreingestellte Filter sind auch dabei, die könnt ihr aber auch alle dann noch ein bisschen einzeln verändern in ihrer Stärke und in ihren Farben. So zum Beispiel, ist ja nicht so doll, so, das ist ja nicht so schön. Oh ne? Gott, was machst du denn da? So, aber so ein bisschen, das ist doch schon top. Und so kann man das dann auch natürlich direkt weitergeben zu Instagram und Facebook und Co. Genau, und wenn ihr zum Beispiel dieses Bild bei Facebook posten wollt, dann habt ihr die Möglichkeit, entweder nur das bearbeitete Bild zu posten oder aber ihr postet das Vorher-Nachher-Bild in einem JPEG. Das ist natürlich schick. Dann kann man direkt zeigen, was man Schönes gemacht hat. Genau. Ja.
Hier würde das jetzt wenig bringen, das Vorher-Nachher-Bild direkt nebeneinander zu tun. Man sieht ja kaum einen Unterschied. Deshalb, ja, man erkennt kaum einen Unterschied, nee, ja. Nee, deshalb vielleicht nur, wenn es wirklich stark verändert ist. Und genau, vielleicht, dass das Nachher-Bild sehr viel hässlicher ist als das Vorher oder sehr viel schöner. Ja, in diesem Fall ist ja nichts davon. Da ist allerdings recht, ja. Mhm. In Aufnahmen sichern könnt ihr es natürlich auch. Dann habt ihr es auf dem iPad gespeichert, das Bild. Natürlich nicht über das ursprüngliche, sondern daneben. Also jetzt bleiben beide Bilder erhalten. Genau. Ja, haben wir nicht noch was? Haben wir nicht noch was Schönes? Haben wir nicht noch was Schönes? Wir haben noch was. Wir haben noch was für die Leute. Stimmt. Mensch, Tobi, wir haben noch was für die Leute. Wir haben noch was für die Leute. Ja. Wir haben extra für euch exklusiv können wir für euch dieses Facetune-Äppchen verlosen. Und zwar einmal fürs iPhone und einmal fürs iPad. Was müssen die Leute denn machen? Die Leute, es ist ganz simpel und ganz einfach. Ihr müsst entweder unter diesen Artikel in den Kommentaren schreiben, warum gerade ihr diese App bekommen wollt. Plus natürlich, für welches Endgerät ihr es nutzen möchtet. Aber auch auf Facebook wird es nochmal ein Bildchen geben. Und auch da unter den Kommentaren, die ihr da postet, wird dann ausgelost, wer die App bekommt und wer nicht. Das ist ziemlich simpel, oder? Total. Einfach nur einen Kommentar schreiben, warum gerade ich. Plus iPhone oder iPad. Weil ich simpel, ist unbedingt so aussehen will, zum Beispiel. Deshalb würde ich das haben wollen. Das ist schön. Das dieses ist so dieses Foto darfst du dir ausdrucken und bei dir an die Wand hängen. Oh, schön. Oh, das mache ich. Hast du die Genehmigung. Das ist aber toll. Ja, na, auf jeden Fall könnt ihr euch die App natürlich auch so runterladen, wenn ihr Lust habt. Schaut es euch mal an, Facetune im iTunes App Store für iPhone und iPad. Keine Universal App leider, sondern einmal fürs iPad und einmal fürs iPhone eine separate Version. Genau. Deshalb gibt es auch zwei Codes zu gewinnen. Promo-Codes. Tja, schick. Gefällt mir gut. Das war's zur Foto-App der Woche. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Tschüss!